Herzlich willkommen hier bei We Love MMA. Am 9.4. findet We Love MMA in der kleinen Olympiahalle in München statt. Im Hauptkampf steht Dimitri Isak vs. Joel Batobo. Dimitri stellt sich heute vor dem Fight nochmal unseren Fragen. Dimitri, grüß dich. Moin. Es sind noch ein paar Tage bis zum Kampf. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Bisschen müde, aber sonst gut. Du hast ja jetzt eine kleine Auszeit gemacht. Dein letzter Kampf war 2020. Dein letzter Kampf bei Wheel of MMA war 2019. Was hat sich in der Zwischenzeit bei dir getan? Im Grunde eigentlich nicht so viel. Ich habe die Pandemie überstanden. Ich bin arbeiten gegangen. Im Grunde war alles beim Alten. Ich war beim Training. Und natürlich jetzt die neuesten Ereignisse, der Kampf in der Ukraine. Ich als Ukrainer bin da etwas von betroffen natürlich. Ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten aus Hamburg, bin ich nach Polen gefahren, habe Unterstützungsgüter vorbeigebracht und auf der Rückfahrt haben wir nochmal Menschen mitgenommen, die nach Deutschland wollten. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr ehrenhafte Aktion. Ich denke, es ist sehr, sehr gut, dass man da helfen mag. Auch danke von mir dafür. Und würdest du sagen, es gibt ja immer diesen Mythos vom sogenannten Ring Rust. Das heißt, wenn jemand eine längere Zeit nicht gekämpft hat, dass er es vielleicht schwer findet, wieder zurückzufinden. Würdest du sagen, jetzt wo du wieder aktiv in der Vorbereitung bist, dass da was dran ist oder fühlst du dich so wie auch vorher schon? Oh, ich fühle mich eigentlich im Grunde wie immer. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Einstellung. Ja. Sieht deine Vorbereitung für einen so wichtigen Kampf anders aus als bei deinem Fight zum Beispiel 2019? Nein, nicht groß anders. Natürlich wird die Strategie angepasst, aber jeder Kampf ist wichtig. Deswegen sollte man sich auf jeden besonders gut vorbereiten. Und wie sieht bei dir jetzt die Vorbereitung aus? Wie viele Einheiten in der Woche, wenn nicht sogar am Tag oder ab wann beginnt exakt deine Kampfvorbereitung? Erzähl mal ein bisschen über das Trainingscamp. Für gewöhnlich haben wir 4 Wochen Vorbereitung. Ich hatte jetzt nur 3, aufgrund dessen, dass ich auch Corona hatte und in die Quarantäne musste. Aber jetzt bin ich wieder fit und ja, ich trainiere jeden Tag bis auf Sonntag. Ein Tag Pause muss natürlich sein. Aber sonst probiere ich so viele Einheiten mitzunehmen wie möglich. Habt ihr euch auch im Vorfeld die Kämpfe des Gegners angeschaut? Das heißt, habt ihr euch zusammengesetzt und habt gesagt, zum Beispiel beim letzten Fight von Batobo hat man gesehen, er ist ein bisschen mehr auf den Boden gegangen. Oder bereitet ihr euch relativ allgemein vor, sage ich mal? Ja, wir bereiten uns allgemein vor. Man muss für alles gewappnet sein. Denkst du, das ist dein bisher größter Fight? Ich würde sagen schon. Und wie sieht die Zukunft aus? Wenn du gewinnst, dann stehst du 3-0 bei Wheel of MMA, du bist der Champion. Was sind so deine Ziele? Meine Ziele sind natürlich weiterkämpfen und erstmal meine Ausbildung abschließen. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, Dimitri Isak. Wir sehen dich am 9.4. bei Bild TV im Titelkampf gegen Joel Batobo. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Keine weiteren Worte. Hat mich sehr gefreut.